Drei Punkte liegen aktuell zwischen unserem FC Hansa Rostock und dem Tabellen 13. Rot-Weiß Erfurt. Bei den Thüringern wird unser Team am Sonnabend alles dafür geben, um die Sieglosserie zu durchbrechen und den ersten Liga-Dreier seit dem 4. Spieltag einzufahren. Ein Hansa-Kicker, der am Sonnabend ganz besonders motiviert sein wird, ist unser Mittelfeldspieler Mike Baumgarten. Der 22-Jährige durchlief bei den Rot-Weißen alle Nachwuchsteams ab der C-Jugend bis hin zur Profimannschaft. Ja, da kommen natürlich wieder Heimatgefühle auf. Ich habe da 9 Jahre gespielt, bin zur Schule gegangen, kenne da natürlich noch viele Personen, die da im Verein zu tun haben. Und ja, meine ganze Familie wird zugucken, meine Freundin. Und ja, es wird auf jeden Fall ein schönes Spiel, denke ich. Die Erfurter haben sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen, punkten aber nach wie vor nicht konstant genug, um den Abstand zum Tabellenkeller deutlich zu vergrößern. Dadurch könnte unsere Kogge bei einem Auswärtssieg punktetechnisch mit dem Gastgeber gleichziehen. Um dies zu schaffen, müssen unsere Jungs allerdings treffen. Und das wird gegen die im Steigerwaldstadion sehr defensiv starken Thüringer ein schweres Unterfangen. Es läuft auf ein sehr kampfbetontes und spannendes Ostduell hinaus. Ja, ich denke, es wird ein sehr kämpferisches Spiel und ja, Erfurt spielt daheim. Ich denke, die wollen offensiv agieren und wollen auch 3 Punkte holen. Aber da müssen wir alles dagegen setzen, uns dagegen stemmen und das für uns mal klappt mit dem Dreier. Ein Blick auf die Drittligabilanz gegen die Rot-Weißen schafft hierbei Zuversicht. In 8 Partien gegen Erfurt erspielte sich unsere Kogge 3 Siege und 4 Unentschieden. Die einzige Pleite tat dafür allerdings umso stärker weh. Schließlich handelte es sich bei dem 1:4 in Erfurt im vergangenen Dezember um das erste Pflichtspiel mit Carsten Baumann an der Seitenlinie. Mit einem mittlerweile veränderten Kader kann sich unser Cheftrainer nun für den damals misslungenen Einstand revanchieren. Auf unsere langzeitverletzten Tommy Grupe und Alexander Stevanovic muss Carsten Baumann dabei jedoch genauso verzichten wie auf Markus Kröger und Marcel Ziemer, die sich zwar immer besser an ihr Comeback herankämpfen, aber noch etwas Zeit brauchen. Marcel Schuhn und Marco Kofler kehren dagegen nach ihren überstandenen Beschwerden auf den Platz zurück und sind genauso einsatzbereit wie der Rest des Kaders. Und Baumi? Der ist natürlich auch fit und will am Wochenende unbedingt spielen. Ja, ich hoffe natürlich erstmal, dass ich spiele. Also das wird sich die Woche zeigen. Und ja, wir müssen einfach mal, egal ob Erfurt jetzt erst wenig Gegentore geschossen hat, wir sind jetzt einfach mal dran und wollen das Ding ziehen und ja, einfach ein Tor mehr schießen als Erfurt. Ob Mikes Wunsch in Erfüllung geht, erfahrt ihr am Sonnabend live bei uns. Das FC Hansa Fanradio geht für euch im Steigerwaldstadion ab kurz vor 14 Uhr auf Sendung.